Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Panoramas. Schön, dass Sie uns auch in dieser Woche wieder begleiten. Spannende Beiträge, wertvolle Informationen und interessante Persönlichkeiten haben wir für Sie vorbereitet. Mehr dazu zeigen wir Ihnen wie gewohnt in unserer Themenübersicht. Pressekonferenz Jugend- und Familiengästehaus Judenburg erstrahlt im neuen Glanz. Kraft das Murtal präsentiert attraktive Arbeitgeber. Meisterwelten Steiermark Malermeister Pinter stellt sich vor. Und Schmuckpräsentation von Gold und Silber Ivignac in Knittelfeld. Vor rund 20 Jahren wurde kurz nach der Gründung der Jugend- und Familiengästehäuser auch in Judenburg der Grundstein für das JUFA-Konzept gelegt. Mittlerweile hat sich in diesen Jahren doch einiges getan, so auch in Judenburg. Preiswerte Unterkünfte für die ganze Familie, kinderfreundliche Ausstattung und regionale Schwerpunkte auf höchstem Niveau. Dafür stehen die rund 40 JUFA-Gästehäuser in den schönsten Regionen Österreichs, Süddeutschlands und Ungarn. Seit 1992 gehört das Jugend- und Familiengästehaus auch zum fixen Bestandteil von Judenburg und hat in den letzten 20 Jahren rund 220.000 Übernachtungen verzeichnen können. Jetzt wurde es liebevoll saniert und erstrahlt im neuen Glanz. 25 Zimmer, alle mit Dusche, WC und TV ausgestattet, ein großzügiger, gemütlicher Wellnessbereich, zwei separate Speiseräume und insgesamt 5 multimedial ausgestattete Seminarräume gehören zum Angebot. Neben Touristen, die natürlich in die Stadt gelockt werden sollen, steht das JUFA auch allen Einheimischen zur Verfügung. Egal ob Sie Hochzeiten, Geburtstage, Taufen oder vieles mehr hier feiern möchten, das JUFA ist für alle Feierlichkeiten bestens gerüstet. Im Frühjahr des kommenden Jahres soll auch der Schillerpark revitalisiert werden und ein Café eröffnet werden. Und dann lädt man auch zum großen Tag der offenen Tür. Liebe Zuseher, haben Sie schon eine Lebensversicherung, eine private Pensionsvorsorge oder eine Unfallversicherung? Nein? Dann haben wir vielleicht jetzt den richtigen Partner für Sie. Wert, Wohnen und Sicherheit. Mehr dazu gibt's im folgenden Beitrag. Mit Ihrem vielfältigen Angebot möchten Sie die Qualitätsstandards der Finanz- und Versicherungswirtschaft für jeden Kunden anheben. Dieses Ziel setzen Sie mit unabhängigen, kompetenten und maßgeschneiderten Lösungen abgestimmt auf die Anfrage um. Das Team rund um Markus Baumann von Wert, Wohnen und Sicherheit finden Sie zum einen in Judenburg wie auch in Bruck an der Mur. Wir sind als Gesamtfinanzdienstleister tätig, das heißt, wir sind im Bereich der Versicherungsberatung, der Vermögensberatung und der Finanzierungsberatung seit über 30 Jahren als selbstständige Firma tätig und machen praktisch unabhängige Kundenberatung. Wir betreuen ca. 3000 Kunden im Bereich der Steiermark und auch in Österreich. Dank unserer gut ausgebildeten Mitarbeiter und unseren Partnern und unseren treuen Kunden sind wir so erfolgreich und wir hoffen, dass es in der Zukunft so bleibt. Ein Partner von Wertwohnensicherheit ist Markus Badiani. Er hat 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen und kann dadurch für jeden die passende Finanzierung anbieten. Oder wer Interesse am Kauf von Edelmetallen hat, kann sich ebenso bei ihm erkundigen. Ein weiterer Partner ist seit einiger Zeit auch Ewald Enzinger. Ich bin seit 1995 in der Versicherungsbranche tätig und habe mich dann 2011 entschlossen, selbstständig als Makler zu arbeiten. Wir als Versicherungsmakler haben die Möglichkeit, aus allen in Österreich angebotenen Versicherungen den besten Versicherungsschutz für Ihre Bedürfnisse herauszufinden. Weitere Angebote des Wert-, Wohnen- und Sicherheitsbüros sind auch Kfz-Zulassungen. Und für alle Kunden, die einen Schadensfall erlitten haben, finden Sie hier eine perfekte Abwicklung bis zum Abschluss. Denn dem Team von Wert, Wohnen und Sicherheit ist es wichtig, jeden Kunden in jeglicher Lebenslage zur Seite zu stehen und gegenüber allen offen und ehrlich zu sein. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir in Zukunft monatlich einmal einen Versicherungstipp in Kanal 3 abgeben werden und stehen auch für Kunden selbstverständlich im Büro zur Verfügung, wenn sie weitere Auskünfte haben möchten. Und es freut uns ganz besonders, dass wir ein bisschen Licht in den Versicherungsdschungel bringen werden und dadurch auch eine Aufklärungsarbeit leisten. Ab
Attraktive Arbeitswelt, attraktive Arbeitgeber ist ein Teilprojekt der Initiative Kraft das Murtal. Egal ob Lehrling, Fachkraft, Universitätsabsolvent oder erfahrene Führungskraft, wir erzählen Ihnen Woche für Woche eine Karrieregeschichte. Kraft durch Identifikation mit der Tätigkeit. Wer wünscht sich nicht einen Job, der Spaß macht, gut bezahlt ist und vielleicht sogar die Möglichkeit bietet, sich selbst zu verwirklichen? Umgekehrt sind Unternehmen darauf angewiesen, kompetente und motivierte Mitarbeiterinnen zu finden, um langfristig erfolgreich zu sein. Unternehmen müssen heutzutage einiges bieten, um die besten Talente anzulocken und auch auf Dauer zu halten. Doch welche Faktoren sind es, die einen attraktiven Arbeitgeber ausmachen? Wir tun vieles dafür, dass unsere Mitarbeiter Freude am Arbeiten in unserem Unternehmen haben. Das hängt zum einen mit Arbeitsplatzbedingungen zusammen, zum anderen sicher auch mit den Rahmenangeboten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns vorfinden. Das beginnt also bei einer fairen Bezahlung, das ist selbstverständlich, aber auch bei vielen weiteren Zusatzleistungen, sei es jetzt Getränke oder Essensautomaten, seien es Angebote, die wir aus dem Thema betriebliche Gesundheit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben. Sei es, dass es um Aus- und Weiterbildung geht oder auch um die Chancen und Möglichkeiten, die sich unseren Kolleginnen und Kollegen bieten, wenn es um Karriere, das heißt um Weiterentwicklung geht. Für die Stahl Judenburg als attraktiven Arbeitgeber hat sich auch Melanie Meyer entschieden. Sie hat eine wirkliche Karrieregeschichte zu erzählen. Nach einer schulischen Laufbahn mit Matura hat sie sich im zweiten Bildungsweg für einen Lehrberuf entschieden. Ich bin in der Wärmetechnik, das heißt, wie man da im Hintergrund sieht, die Öfen. Die sind zum Warten und zum Reparieren, dann auch noch Energieverrechnung und jetzt auch noch Lehrlingsausbildung. Bist du als Frau in einem doch sehr untypischen Beruf? War das irgendwann einmal ein Problem mit den Kollegen? Ja, am Anfang waren sie natürlich skeptisch, weil ich in dem Bereich im Prinzip das erste Mal eine Frau war. Aber ich sage, nach einer gewissen Zeit hat sich das dann schon eingelaufen. Also wie sie gesehen haben, ich bemühe mich, ich mache meine Arbeit, war dann überhaupt kein Problem mehr. Die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie die Angebote an attraktiven Arbeitgebern in der Region ist groß. Und die Initiative Kraft das Murtal macht diese sichtbar. Nähere Infos dazu gibt's auch im Internet unter www.kraft.dasmurtal.at. Mit Unterstützung vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, der Europäischen Union und dem Land Steiermark. Rund 350 Millionen Euro wurden in den letzten Jahrzehnten in der Steiermark in den Hochwasserschutz investiert. Jetzt gibt es ein neues Projekt am Benkenbach in der Gemeinde Maria Buchfeistritz. Wir waren für Sie beim Spatenstich vergangene Woche dabei. Wenn man den Benkenbach so sieht, wie er ruhig durch die Gemeinde Maria Buchfeistritz fließt, kann man sich gar nicht vorstellen, dass dieser Bach sich binnen Minuten zum reißenden Fluss entwickeln kann und ganze Felder und Wiesen unter Wasser setzt. Um genau dem ein Ende zu setzen, fand vor kurzem, sehr zur Freude aller und nach langen zähen Verhandlungen, die Spatenstichfeier für die Hochwasserschutzmaßnahmen am Benkenbach statt. Das ist eine Notwendigkeit im Gesamtbetrachtung also des Granitzenbaches. Die Ereignisse der letzten Jahre haben uns gezeigt, dass der Klimawandel sich auswirkt. Dass wir kurzfristige, intensive Ereignisse haben, die also Ortsteile in der Unterwasser setzen können. Und umso notwendiger ist es hier nachzudenken, dass wir alle Zubringer und die Granitzen selbst in Verbauungsprogramme, in ein Hochwasserschutzprogramm hineinbringen. Und heute ist für uns ein wertvoller Tag, dass wir den Benkenbach beginnen. Rund 5,5 Millionen Euro werden hier im kommenden Jahr investiert werden. Diese werden zu 50% vom Bund, 40% vom Land Steiermark und 10% von den drei Gemeinden Maria Buchfeistritz, Eppenstein und Westkirchen getragen. Diese Maßnahme ist eine von vielen, die in den letzten Jahren in der Steiermark realisiert wurden.
Hauptbestandteil ist ein Hochwasserrückhaltebecken. Das heißt eben, es soll die Hochwasserwelle, die Spitze soll gekappt werden. Das Hochwasser soll zurückgehalten werden, um eben schadlos in den Unterlauf abgegeben zu werden. Mit dem Ziel, hauptsächlich einmal Weißkirchen zu schützen. Das ist einmal der Hauptsiedlungsbereich. Begleitend dazu werden eben der Benkenbach auf einer Länge von ca. 1,5 Kilometer ausgebaut. Das heißt, es wird ein wesentlich größeres Gewässerbett gemacht. Parallel dazu natürlich, die Brücken müssen neu errichtet werden und der ÖBB-Durchlass. Und zum Schluss als Ergänzungsprojekt dann noch der überdeckte Bereich in Weißkirchen selber, weil da ist eben die Überdeckung sehr schlecht beieinander. Das wird aber ein eigenes Projekt, aber gleich im Anschluss an diese Maßnahme. Die Gesamtbauzeit dieses Projektes beträgt 21 Monate. Und in Zukunft werden die Bewohner von Mariabuch-Feistritz keine Angst mehr haben, wenn dunkle Regenwolken am Himmel aufziehen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen zwei Betriebe vor, wo Sie mit der Murtal-Card Vorteile für die ganze Familie genießen können. Wir von Schuhe Diethard, Karins Wollshop Berufsbekleidung in Judenburg, sind Murtal-Card Partnerbetrieb, weil wir unsere Kunden mit der Murtal-Card verwöhnen wollen. Das heißt, ab einem Einkauf von 10 Euro werden Ihnen 3% auf der Murtal-Card gutgeschrieben. Also, jeder Einkauf ist ein Gewinn. Unser aktuelles Angebot von November bis März 2014 ist: bei einem Einkauf von 100 Euro bekommen Sie einen Bauerprotektor gratis dazu geschenkt. Haben Sie schon die Murtal-Card? Wenn nicht, dann kommen Sie zu uns. Wir beraten und beschenken Sie gerne. Wir, die Therme Aqualux in Fonsdorf, sind Partner der Murtal-Card, weil wir auch unseren einheimischen Gästen Begünstigungen und Aktionen näher bringen wollen. Wer mit der Murtal-Card kommt, bekommt bei uns den Freitagabendtarif minus 20%. Mit der Unterstützung vom Land und der Europäischen Union. Egal ob Tischler, Florist, Installateur oder Schneider, sie alle sind Meister ihres Faches und unter der Dachmarke Meisterwelten Steiermark zusammengefasst. Seit Sommer 2013 ist auch Malermeister Gerhard Binzer Mitglied der Steirischen Meisterwelten. Wir haben ihn in Walzbach besucht. Die Vielfalt des Handwerks liegt Gerhard Pinter und seinem Team besonders am Herzen. Und dafür lebt er Tag für Tag. Das Besondere schaffen, Neues probieren, aber auch alte Werte und Traditionen nicht aus den Augen verlieren. Der Betrieb, der 1976 vom Vater gegründet wurde und den Gerhard Pinter seit 2005 leitet, beschäftigt derzeit 18 Mitarbeiter. Seit Juli 2013 gehört man den Meisterwelten Steiermark an, um gerade das Handwerk noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken. An den Meisterwelten gefällt mir immer sehr gut dieses Netzwerk. Dieses Netzwerk aus vielen verschiedenen Handwerksbetrieben. Die Meisterwelten stehen auch für Nachhaltigkeit, für die Stärkung der Regionen und das ist eigentlich genau auch mein Thema. Die Ideen für seine Werke entstehen natürlich im eigenen Unternehmen, wo für den Künstler die Kreativität keine Grenzen kennt und auch Neues Platz findet. Das fängt an von normalen Zimmerausmalen über moderne Wandgestaltung. Bei uns erstreckt sich das auch über Fassadenarbeiten. Wir machen sehr viel Dämmung im Außenbereich und im Innenbereich verstärkt auf Lehmputz und Lehmbau und auch Lehmwandheizungen. Und in diesen Bereichen sind wir eigentlich tätig. Ich selbst war ursprünglich freischaffender Künstler, habe künstlerische Ausbildung, war längere Zeit in Wien, auch im Denkmalschutz. Und das kommt mir eigentlich auch dazu gute in den Kunstaufbau, also Kunst- und Bauaufträgen, die ich gemeinsam mit Künstlern eigentlich arbeite. Mit viel Liebe und Leidenschaft realisiert Gerhard Pinter auch ihre Wünsche. Alle Infos finden Sie im Internet unter www.malereipinter.at. Über die Allerseelen-Veranstaltung der Bestattung Judenburg-Pölstal in der vergangenen Woche haben wir ja bereits berichtet.
Wir haben gleichzeitig die Chance genutzt, um mit Elise Steiner, der Leiterin der Stiftung Weil, weiter im Leben unser Interview der Woche zu führen. Zu unserem heutigen Interview der Woche darf ich sehr herzlich die Psychotherapeutin und Leiterin der Stiftung Weil weiter im Leben, Elise Steiner, bei mir begrüßen. Danke, dass Sie heute die Zeit für unser Gespräch gefunden haben. Danke, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Sie sind ja die Leiterin der Stiftung Weil weiter im Leben. Was genau macht denn eigentlich diese Stiftung? Wir machen Vorträge in Schulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen. Wir haben einen Universitätskurs etabliert, der in Graz stattfindet. Wir sind beratend tätig für Angehörige und Betroffene und bieten seit heuer eine Online-Beratung für Jugendliche an. Frau Steiner, Sie sind ja heute in Judenburg zu Gast und im Rahmen einer Podiumsdiskussion über das Thema Suizid und Suizidprävention zu sprechen. Können Sie uns über Ihre Erfahrungen ein bisschen berichten? Warum sind Sie da Experte in diesem Thema? Ich arbeite seit mehr als 7 Jahren bei der Stiftung Weil, weiter im Leben in Graz. Wir bieten Hilfe für suizidgefährdete junge Menschen an und es ist ganz wichtig, dass man in der Suizidprävention arbeitet, damit die Suizidraten weiter sinken können. Sie sagen junge Menschen, das heißt, wie alt sind die Betroffenen da? Unsere Zielgruppe sind junge Menschen bis 25 Jahre. Wenn man jetzt wirklich davon betroffen ist oder jemanden im Umkreis hat, wie soll man mit diesem Thema eigentlich umgehen? Was viele Menschen ein bisschen scheuen, ist das Thema anzusprechen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr weiterleben, ich will so nicht mehr oder mich freut es einfach nicht mehr, dann ist es wichtig, das anzusprechen und nachzufragen und zu sagen, was meinst du genau damit, um herauszufinden, ob das wirklich damit zu tun hat, dass jemand nicht mehr leben möchte. Hat das immer einen ernsten Hintergrund? Weil viele haben schon gehört, gerade wenn man vielleicht eine Beziehung beendet, ich bringe mich jetzt um, wenn du nicht mehr da bist. Sollte man das immer ernst nehmen? Auf jeden Fall. Also es ist auch für uns Experten gar nicht so einfach festzustellen, ob das wirklich ernst gemeint ist. Aber an sich sind solche Sätze immer ernst zu nehmen, weil das sagt man nicht so einfach. Und es hat immer einen Hintergrund. Und auch wenn man in einer persönlichen Krise ist, kann es einfach sehr beengend und bedrohlich sein. Was halten Sie denn überhaupt davon, dass man dieses Thema so wie heute Abend anspricht und es wirklich auch öffentlich macht? Das ist sehr gut, dass das in einem guten Rahmen stattfindet mit Menschen, die sich auskennen aus den verschiedensten Bereichen, dass zum Beispiel jetzt wie hier in Judenburg die Einwohner kennenlernen, welche Einrichtungen es gibt, wohin man sich wenden kann, wer sich auskennt, aber auch die Geschichte von persönlich Betroffenen einmal hören können. Und wenn man jetzt wirklich davon betroffen ist oder einen Selbstmord in der Familie zum Beispiel gegeben hat, wie geht man damit am besten um? An sich ist es so, dass es dann in den ersten Tagen Einrichtungen gibt, die helfen, so wie das Kriseninterventionsteam, das sofort kommt in der Akutphase. Und denke ich mir, ist es wichtig zu schauen, ob der Rückhalt in der Familie oder im Freundeskreis ausreicht oder ob es darüber hinaus noch wichtig ist, sich Hilfe zu suchen und dann mal in ein Beratungszentrum zu gehen, wo eben Experten helfen können, über diese schwere Zeit hinwegzukommen. Was sind da die größten Vorwürfe, die man sich da macht in dieser Zeit? Dass man eventuell kleine Zeichen, die es doch geben kann bei Suizid, nicht gesehen hat. Aber es kommt natürlich vor, dass es kaum wahrnehmbare Zeichen sind. Und umso wichtiger ist es aber auch, diese Warnsignale kennenzulernen und zu wissen, zum Beispiel, dass wenn jemand sich zurückzieht, an Hobbys nicht mehr teilnimmt, Freunde nicht mehr treffen möchte oder eventuell Dinge verschenkt, die ihm wichtig sind, dass das alles Zeichen sind, dass es eine schwere Krise ist, wo man nachfragen muss und wo der Betroffene eben Hilfe braucht. Jetzt sind heute am Podium auch sehr hochkarätige Persönlichkeiten, die über dieses Thema sprechen. Was ist Ihnen jetzt wichtig? Was sollen die Besucher für sich mit nach Hause nehmen? Einerseits einmal zu sehen, was sind das für Menschen, die in diesen Beratungseinrichtungen tätig sind, an wen kann ich mich wenden, wie kann ich erkennen, dass es jemandem nicht gut geht oder was kann ich selber tun, wenn es mir nicht gut geht. Und dann aber auch Menschen kennenzulernen, die in Krisen waren oder deren Angehörige in schweren Krisen waren. Und was haben die sozusagen für sich getan und wie haben sie diese Krise überwunden oder wie sind sie über einen Verlust, über eine Trauerzeit drüber gekommen und was hat ihnen geholfen dabei? Wenn Sie tagtäglich mit diesem Thema auch zu tun haben, wie verarbeiten Sie das selbst für sich? Gibt es ein Geheimrezept, wie Sie das machen?
Ich habe ja durch meinen Beruf schon einfach viel Handwerkszeug, um mit belastenden Dingen umzugehen. Aber natürlich ist es auch wichtig für mich in meinem Privatleben, dass ich Dinge mache, die mir Freude machen, dass ich Hobbys habe, meine Familie, meine Freunde, dass ich sozusagen schaue, dass meine Batterien wieder aufgeladen werden. Dann sage ich herzlichen Dank und viel Erfolg für heute Abend. Danke vielmals. Die Einkaufsstadt Judenburg lädt zur langen Einkaufsnacht im Zeichen der Engel. Am Freitag, dem 29. November 2013 ab 18 Uhr. Die ganze Innenstadt wartet mit vielen tollen Angeboten auf Sie. Und natürlich wird auch der Christkindlmarkt am Judenburger Hauptplatz feierlich eröffnet. Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres an einem Ort, der einem Wintermärchen entsprungen zu sein scheint. Das Adventdorf rund um den malerischen Teich im Schlosspark des Geschlössels Murzal in Groß-Lugming. Jedes Wochenende im Advent tauchen Sie hier ein in eine bezaubernde Welt voll vorweihnachtlicher Düfte und Genüsse. Wie etwa frisch gebratenen Maroni, Punsch, Glühwein oder köstlichen Spezialitäten aus der Region. Am 30. und 1. Dezember sowie am 7., 8., 14., 15., 21. und 22. Dezember jeweils von 14 bis 20 Uhr. Some see a beauty under the moonlight. Some wait for you. Some just a little longer. You can guide me to the light. You can make my day at night. You'll just give me everything. Jetzt passt ihr Leben in einen Rennwagen. Jetzt Probefahren im Autohaus Neubauer in Eichdorf. Good Vibrations, Body to Body und Secret Wish. Alles rund um Dildos, Sextoys und vieles mehr gibt's bei Four Lover, denn das Leben ist eine knisternde Party. www.forlover.at. Über
Über 180 neu, jung und Gebrauchtwagen finden Sie in der größten Gebrauchtwagenhalle der Obersteiermark. Über 50 Klassiker stehen bei uns zum Verkauf bereit und ein Team von Spezialisten führt auch die Restauration von Oldtimern durch. Eine modernst ausgestattete Spenglerei und Lackiererei. Gut aufgehoben in unserer Werkstatt. Jetzt neu mit Service der Marke Bosch. Mit Autoreiter in Fonsdorf. Hoch hinaus. www.auto-reiter.at. Auto Fehlberger in Fonsdorf präsentiert sich im neuen Outfit mit rund erneuerter Technik und vielen Vorteilen für die Kunden. Eine riesige Auswahl von ca. 100 Neu-, Jahres- und Gebrauchtwagen steht Ihnen bei Fehlberger zur Verfügung. In der hauseigenen Spenglerei und Lackiererei setzen spezialisierte Fachkräfte sämtliche Karosserieschäden fachgerecht wieder instand. In der hauseigenen Lackierkabine werden allen Lackierarbeiten mit modernsten Geräten und Materialien unter größtmöglicher Schonung unserer Umwelt in perfekter Qualität ausgeführt. Auto Fehlberger, neueste Technik für Ihr Fahrzeug. Typgerechter Lidstrich und ausdrucksstarke Lippen mit Permanent Make-up von Gucci Kosmetik. Seit 10 Jahren arbeitet Gudrun Stvarnik erfolgreich als Permanent Contour Make-up Linergistin. Seit heuer ist sie auch Profi-Elite-Partner von Longtime Liner, welche seit 25 Jahren in Folge Weltmeister im Permanent Contour Make-up sind. Somit können auch Sie sich auf ein weltmeisterliches Permanent Make-up freuen. Nutzen Sie die Chance auf eine kostenlose Permanent-Make-up-Beratung. Frau Gudrun Stvarnik zeigt Ihnen gerne, welches Permanent-Make-up zu Ihrem Typ passt. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Die Lieblingssteirer. Kreischberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karfen und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreischberg und Lachtal, die Lieblingssteirer. Die Lieblingssteirer. Holen auch Sie sich die Murtal-Card, die kleine Karte mit den großen regionalen Vorteilen. Kaufen Sie in der Region ein und profitieren Sie. Alle Infos gibt's im Internet unter www.murtalcard.at. Mit der Unterstützung vom Land und der Europäischen Union. Bad zum Leben. Tenne.
Das Bad zum Leben. Tenne. Total verrückt. Die Geschenksboutique in der Arena am Waldfeld. Hier finden Sie individuelle und außergewöhnliche Geschenke für jeden Anlass. Egal ob zur Geburt, für Geburtstage oder einfach ein lustiger Spaß für zwischendurch. Auch jetzt für die Adventszeit und das bevorstehende Weihnachtsfest gibt das Richtige bei Total Verrückt. Total Verrückt beschriftet alles für Sie, egal ob T-Shirts, Heferl und vieles mehr. Alle Infos gibt's auf der Homepage www.total-verrückt.at und besuchen Sie Total Verrückt auch auf Facebook. Lifte, Ihr Skigebiet mit Skischule, Skiverleih und Nachtskifahren. Einfach spitze. Alle Infos unter www.galalifte.at. Galalifte, Ihr Skigebiet. Einfach spitze. Schon Marilyn Monroe wusste, Diamonds are the girl's best friends. Es geht doch nichts über ein tolles Schmuckstück, das uns Frauen noch mehr zum Strahlen bringt. Egal ob Gold- oder Silberschmuck, bei Ernst Safranek in Knittelfeld wird man bestimmt fündig. Und davon konnten auch wir uns vergangene Woche überzeugen. Ein Blickfang im wahrsten Sinne des Wortes war die Schmuckpräsentation von Ernst Safranek am vergangenen Donnerstag in Knittelfeld. Zum einen, da diese im Geschäft Blickfang der Gärtnerei Tropp stattfand, und zum anderen, weil wirkliche Hingucker präsentiert wurden. Tolle Kreationen, die das Herz jeder Dame höher schlagen lassen. Wir zeigen in erster Linie Schmuckstücke, die wir umgearbeitet haben, um sie eben vor dem Einschmelzen zu bewahren. Unter anderem eben auch nach Ideen von der Ulrike Habsburg-Lothringen. Und wir sind auch der Meinung, dass es wirklich schade wäre, wenn dieses, ich würde fast sagen, Kulturgut verschwindet. Denn wenn es einmal eingeschmolzen ist, dann ist es eben weg für immer auch. Ne? Und daher ist es ein ganz großes Anliegen, diese Sachen weiter zu verarbeiten. Und die Kunden haben natürlich dann die Gewissheit, dass sie ein Unikat erwerben. Und der Preis ist vor allem sehr moderat. Das spielt auch eine wesentliche Rolle, nicht? Wir haben eine Werkstatt und auch einen Goldschmied. Und wenn Kunden spezielle Wünsche haben, ist kein Problem. Wir realisieren diese. Neben den wunderbaren Schmuckstücken konnte man sich auch auf die bevorstehende Adventzeit ein bisschen einstimmen, mit tollen Deko-Ideen und Blumenarrangements aus dem Hause Tropp. Zu dieser Schmuckpräsentation kam auch eine alte Freundin des Hauses Ivignac, Ulrike Habsburg-Lothringen. Ernst Safranek und sie verbindet nicht nur eine langjährige Freundschaft. Die beiden haben auch in den 80er Jahren einen kleinen Antiquitätenhandel in Knittelfeld betrieben. Natürlich legt auch sie viel Wert auf Schmuck. Und vor allem die Verarbeitung alter Schmuckstücke hat es ihr angetan. Ich bin auch restlos begeistert, und zwar aus dieser Überlegung heraus, dass ich es schlimm finde, wenn irgendjemand einen alten Schmuck hat und den einfach wegwirft. Ich glaube, es ist ja wesentlich, dass man wohin geht, diesen Schmuck hinbringt und dann, man dann eben an neue Dinge entwickeln kann. Gemütlich ließ man bei einem Glas Sekt diesen gelungenen Abend ausklingen. Und mit Sicherheit hatte der ein oder andere schon ein passendes Geschenk gefunden. Der steirische Junker kam vor mehr als 20 Jahren als junger, aber edler Wein auf den Markt. Mittlerweile hat er sich einen wirklichen Namen gemacht. Und so lud man am vergangenen Mittwoch zu einer ganz besonderen Junker-Präsentation nach Spielberg mit Erwin Steinhauer.
Weinliebhaber können den November fast nicht mehr erwarten. Warum? Weil es auch heuer seit dem 6. November den sogenannten Junker gibt. Und wie der diesjährige Junker schmeckt, wollten auch die Besucher am vergangenen Mittwoch in Spielberg wissen. Passend dazu gab es auch einen musikalischen Genuss. Erwin Steinhauer gastierte gemeinsam mit den oberösterreichischen Konzertschrammeln vor vollem Haus. Man sieht, dass er auch sehr gut singen kann und nicht nur ein ausgezeichneter und wunderbarer Schauspieler ist. Ich bin sowieso ein Steinhauer-Fan. Ich schaue so viel wie möglich, wann Steinhauer im Fernsehen läuft, die Filme von Erwin Steinhauer an. Und diese Veranstaltung heute zeigt wieder, was er für ein Allrounder ist. Also nicht nur guter Schauspieler, sondern auch ausgesprochen guter Musiker. Eine bessere Kombination als wie Erwin Steinhauer mit den oberösterreichischen Konzertschrammeln und gute Weine könnte es nicht geben. Der einmalige Mime und Schauspieler zeigte sich von einer für das Publikum doch neuen Seite, nämlich als Sänger. Haben Sie der verschwunden, noch Stunden nicht gefunden? Ein Wasser hast du nur allein, und das hundert in sein Wein. Das ist für mich gar nicht so ungewohnt, weil ich habe ja im Laufe meiner 20-jährigen Kabaretttätigkeit mit meinen Soloprogrammen war die 50%, die Hälfte war immer musikalisch. Und ich habe in den 70er Jahren am Musical gespielt mit Lieselotte Pulver und Peter Fröhlich. Also ich habe schon eine musikalische Vergangenheit, auch nur durch viele Theaterengagements und durch meine Filmerei ist es ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber jetzt widme ich wieder, voll und ganz widme ich mich der Musik. Ein gelungener Abend und ein wirklicher Genuss für alle Sinne. Weiter geht's in Spielberg am 28. November mit einem Konzert von Jennifer Payton. Am 30. November stimmt uns Andy DeLang auf Weihnachten ein und am 7. Dezember 2013 gastiert Reinhard Fendrich im Roten Saal. Alle Infos gibt's unter www.kids.spielberg.at. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. Wir kommen jetzt zu unseren Kurznews. Vor kurzem wurde in Judenburg die neue Informationsstelle der Lebenshilferegion Judenburg nicht allein eröffnet. Sandra Rinofner, Obfrau der Lebenshilferegion Judenburg und Initiatorin des Projektes, hat für Eltern und Angehörige von Menschen mit Handicap alle aktuellen Informationen über die wichtigsten Themen aus dem Bereich Behinderung gesammelt. Bei Nicht allein werden diese Informationen im Rahmen von persönlichen Gesprächen kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Informationsschwerpunkt liegt in den Bezirken Murtal, Murau und Leoben. Die Bürozeiten für persönliche Gespräche sind Montag von 9 bis 11 Uhr und Mittwoch von 16 bis 18 Uhr. Vor kurzem luden Tatjana und Freddy Wascher zu einem Spatenstich des neuen Hotels Best Sleep in Spielberg ein. Investiert werden rund 2,5 Millionen Euro in das neue Hotel, das bis zum Formel-1-Rennen am 22. Juni 2014 fertiggestellt sein wird. Rund 100 Betten werden somit in der Motorsportregion entstehen. Die Nase vorn hat einmal mehr die HTL Zeltweg in der derzeit entflammten Diskussion über die Gestaltung von Klassenräumen. Unter der Federführung von Diplom-Ingenieur Irmgard Lorber wurden Konzepte zur Neugestaltung der Klassenzimmer erstellt und umgesetzt, um den Schülerinnen und Schülern ein individuelles, lernförderndes Umfeld zu ermöglichen. Dadurch haben die Jugendlichen jetzt eine freundliche Umgebung, die mit den althergebrachten Klassenzimmern der 80er und 90er Jahre nichts mehr zu tun hat. Durch die aktive Mitgestaltung an der Planung und Umsetzung wurde auch eine besondere Beziehung zur eigenen Klasse aufgebaut, was auch zu einem schonenden Umgang mit der Klasse führt. Oder wie ein Schüler ausdrückt, was ich selbst gemacht habe, ist mir etwas wert. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Kanal 3 Panoramas angekommen. Alle Informationen zu unserem Sender finden Sie wie gewohnt im Internet unter www.kanal3.tv. Dort können Sie auch alle Beiträge nachsehen. Zusätzlich finden Sie uns auf Facebook und auch auf YouTube. Das aktuelle Programm entnehmen Sie bitte den neuen Ausgaben der Murtaler Zeitung und den Obersteirischen Nachrichten. Im Namen des gesamten Teams sage ich Danke fürs Mitdabeisein. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche und ich freue mich schon jetzt, wenn wir uns wiedersehen.